Nasenbrille. Ziege. Hey, Finger. Wie ich schon sagte, das ist eine Ziege. Was denkst du, wo das Meckern herkommt? Von meiner Frau natürlich. Die behauptet auch immer, meine Sportgeräte seien Tiere. Nonnen oder Nachbarskinder. Aber wie bitteschön sollten Ziegen zu uns in den Unterwasserpalast kommen? Da bin ich überfragt. Okay, mal angenommen, es ist keine Ziege. Dürfte ich dann mal kurz euren Trainingssack melken? Na klar, bedien dich. Aber sei vorsichtig. Manchmal beißen sie. Beta-Käse. Hey, diese Glasscherben wären genau das Richtige für meine 4D-Brille. Schade nur, dass sie von alleine nicht haften bleiben. Mit Öl vielleicht? Noch mehr Öl? Wozu? Jetzt flutscht doch alles. Okay. Tachyon-Tank auf jeden Fall. Wer kann mir beantworten, warum es eine gute Idee ist, Feta-Käse in den Tank zu füllen? Bestimmt haben sie eine 4D-Brille gebaut und erkannt, dass der Käse Tachyon imitiert, richtig? Falsch. Dann war es eine Fangfrage. Denn es ist in Wirklichkeit gar keine gute Idee. Richtige Antwort. Okay, kann man das irgendwie... Nix da. Wir müssen... Was haben wir denn noch? Wir haben ja nichts mehr, oder? Hä? Ach, was ist denn heute? Du klingst... Na, er hat mir... Er kann sie mit... Mensch. Komm schon, Mac. Ich brauch... Wobei, hast ja recht. Das schafft er auch ohne dich. Okay, wir haben hier nichts mehr. Ein Schnabeltier, ein Lauch... Schnabeltier vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Es hat doch bereits das Alt verwöhnt. Okay. Wer braucht, wer schafft? Irgendwie bezweifelt. Die Scherben passen genau in der... Schade nur, dass sie von alleine nicht haften bleiben. Sie bleiben von alleine nicht haften. Ja, das ist... Ja. Und den Tachyon-Tank? Nix da. Solange meine 4D-Brille noch nicht fertig ist. Nix da. Hey. Wer kann mir sagen, was das hier ist? Schrott? Entweder das oder es ist eine 4D-Brille. Nein, es ist Schrott. Sie ist ja auch noch nicht fertig, okay? Okay, shit. Nix da. Solange meine 4D-Brille noch. Wir haben ja nichts mehr. Irischer Typ, Schrottballstudent. Was haben wir hier vorne noch? Hier haben wir auch nichts mehr, ne? Schwarzes Brett, ja gut. Da ist aber auch nichts mehr drin. Was uns irgendwie, wir brauchen ja Kleber oder so. Oder? Hier ist nichts. Wirklich nichts mehr. Ich sehe nichts. Seht ihr noch was? Nee. Hier ist auch nichts mehr. Wir haben einen Stuhl. Echt jetzt? Oh lol! Hat doch jemand in meiner Klasse Kaugummi gekaut und mir nichts abgegeben. Ich hab nichts gesagt. Pausenbrot. Das hagelt Hausaufgaben. Ja, das hagelt definitiv Hausaufgaben. Der Kaugummi ist schon viel zu alt. Und überhaupt, bunte Glasscherben mit Kaugummi kleben. Das ist doch total unrealistisch. Hä? Okay. Der braucht keine. Der schafft das. Es hat doch bereits verwirrt. Okay. Mehr haben wir aber wirklich nicht. Nee. Wir haben noch Gaul. Ja, wohl vielleicht. Als ob. Gib zu, du hängst an mir. Ansichtssache. Haftet der Stiefel am Hundehaufen oder der Hundehaufen am Stiefel? Der Stiefel am Hundehaufen. Eindeutig. Okay, jetzt haben wir... Der ist zu alt. Zu alt. Das ist auch so. Willst du Kaugummi? Willst du mal was Tolles sehen? Ja. Oh, geht gar nicht. Hey,
Das ist kein Trainings... Ha! Ich mag blind sein. Ich kann den Raum hören, geh und ich rieche an deinem Gesichtsausdruck, dass du mich hinters Licht führen willst. Genau. Das war mein Gesichtsausdruck, nicht etwa das Chili von gestern. Okay. Stör ihn nicht. Oh. Nicht, wenn... Will McChronicle vielleicht ein Kaugummi? Komm schon, wobei. Hast du ja das schaffen. Okay, wir werden ein Kaugummi. Ist das ein Kaugummi? Ja. Oh, Junge, 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 Junge. Ich merke gerade, dass ich einen Mordskohldampf habe. Aber der Tabak ist so gut. So lecky, schmecky, fantastik, hecky. Ein Jammer. Wo sind die Nikotin-Kaugummis, wenn man sie mal braucht? Kaugummi rein? Ich weiß nicht viel über die Herstellung von Nikotin-Kaugummis, aber ich habe einen Kaugummi und da ist Nikotin drin. Wird schon passen, okay. Oder? Super. Nikotin-Kaugummi? Oh, Junge, 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 Junge. Ich merke gerade, dass ich einen Mordskohldampf habe. Warte, ich setze nur meine Beißerchen kurz wieder ein. Kleber. Fantastisch. Nice. Okay, das ist kleben. Ich präsentiere die 4D-Brille. Macht potenzielle Zeitportale sichtbar. Quadriert die Kinoeintrittspreise. Quadriert die Kino, okay. Okay, ich sag nichts. Jetzt aber. Mein Energy ist gleich leer. Bestimmt haben Sie eine 4D-Brille gebaut und erkannt, dass der Käse Tachyon imitiert, richtig? Falsch. Hinweis eine richtige. Hä? Wer so. Kann mir sagen, was das hier ist? Soll das etwa eine 4D-Brille sein? Es ist eine 4D-Brille. Ist das da buntes Fensterglas? Nicht anfassen. Das ist ein hochsensibles, wissenschaftliches... Erster Energy leer. Yeah. Ich präsentiere die 4D-Brille. Macht potenzielle Zeitportale sichtbar. Quadriert die Kinoeintrittspreise. Okay. Ich sehe eine Art Ring. Das muss eine Stelle sein, an der die Dimensionsmembran zur Zwischenzeit besonders dünn ist. Nicht oh nein. Als deine Herleitung, Nerdo. Genau, Hildi. Es ist inmitten der Maschine. Oh, gut. Dann müssen wir ja gar nichts mehr kalibrieren. Fortuna hat die Seiten gewechselt. Jetzt sind die Dummen vollends am Arsch. Hier ist die Raumzeit dünn genug, um ein Portal zu erzeugen. Jetzt muss ich es nur noch aufbekommen. Dann versuchen wir es mit Federkäse. Wer kann mir... Bestimmt haben Sie eine 4D... Und dazu die Anschlussfrage. Oh. Welche Farbe haben Tachyonen? Sie meinen Pink. Dann ist es bewiesen. Feta-Käse imitiert Tachyonen. Aber Feta-Käse ist weiß, oder nicht? Okay. Mehr. Da! Das Portal ist offen. Aber es ist viel zu klein. Vielleicht ist noch nicht genug Druck auf den Tachyondüsen. Mehr Druck? Kein Problem. Ich bin der Oberdruckerzeugemeister. Alles klar. Daniel! Eloy! Mami! Schlimper die Bix. Unter dem Teppich war ein weiteres Portalpotenzial versteckt. Was machen wir denn jetzt? Aber ob das sicher ist? Ja, nichts. Probiert's. Kann nur verlieren. McChronicle. Ja! Die Tachyonen müssten sich im näheren Umfeld des Portals verteilt haben. Die Chance, dass sie ein Portal nach Kubak geöffnet haben, ist relativ hoch. Wie hoch ist hoch? Keine Ahnung. 1:1000 vielleicht? Ist das gut? Relativ. Es ist die einzige Chance, die wir kriegen. Und dann eine mehr, als wir verdienen. Apropos, ich muss noch Kohl holen. Das heißt, der Sprung ins Ungewisse ohne garantierte Rückkehr muss warten? Nein, ich hole sie lieber sofort. Ja, sollten wir machen. Goal. Komm. Cool.
Wir haben es geschafft. Die Jungs und ich haben ein Zeitportal geöffnet. Erstmal richtig hinsetzen. Ach, sei doch nicht so. Ich hab doch gesagt, ich biege das wieder gerade. Und ich hab gesagt, verschwinde. Komm schon, Goal. Setz den Hut ab und... Hey, Finger weg. Ich verstehe ja deinen Standpunkt. Immerhin war dein Puppentheater mit den Schnabeltieren nicht gerade subtil. Puppentheater? Ach das, ja, das war Absicht. Aber schau sie dir an. Sie sind beide gefangen, ohne jede Hoffnung. Ich werde nie aus meinem Hamsterrad entkommen. Moment, du denkst, du bist das Schnabeltier im Hamsterrad? Natürlich. Es ist ganz eindeutig das Weibchen. Schau hin, sie... Ich wusste es. Es gibt Hoffnung. Du hast recht. Nein. Es ist das Männchen. Wenigstens ist sie jetzt frei. Ja. Geil. Wow, schau nur, wie sie sich freut. Die fängt sich schon wieder. Andererseits, man sollte Metaphern auch nicht überstrapazieren. Was ist das? Hey, gib das her. Wann hast du das denn gemacht? Als du dich auf dem Jahrmarkt rumgetrieben hast. Na und? Ja. Und damit bist du durch den Lavomat gekommen? Irgendwer musste ja dafür sorgen, dass es weitergeht. Aber warum bist du denn überhaupt so wütend? Weil wir nicht zusammen auf dem Foto sind? Nein. Weil wir es sind. Die Momentaufnahme einer Illusion. Oder denkst du, wir werden das Bild am Ende des Tages in unser Fotoalbum kleben? Das alles hier muss doch letztlich wieder rückgängig gemacht werden, damit wir die Welt retten. Damit es keine Fuelogs auf Elysium gibt. So ist es doch, oder? Ja. Nein, ist es nicht. Dann sag mir eine Sache, die von unserem Abenteuer übrig bleiben wird. Wenn du das schaffst, komme ich gerne mit. Ha, easy. Am Ende ist es doch immer die eine Sache, die übrig bleibt. Da, schau hin. Der Kitsch. Die Hoffnung. Egal, lass uns los. Oh, sie liebt uns doch. Unifrei. Wo sind wir? Was ist denn jetzt los? Wo sind die anderen? Das sieht aus wie diese Zwischenzeit, die wir mit dem Timepod durchquert haben. Aber wo kommt die Stadt her? Und wo sind Goal und McChronicle? Die sind doch direkt vor mir durchs Portal gesprungen. Hey, du Fuelog! Verschwinde von meiner Veranda! Ah, ein Eingeborener. Kannst du mir sagen, wo ich hier gelandet bin? In meinem Rübenbeet! Moment, kenn ich dich nicht? Du bist doch Drüso, der Romantic Ninja. Bloß in alt und hässlich. Wie ist das nur möglich? Willst du dir hier um jeden Preis ein Loch in den Bauch fragen? Du meinst, ob ich dir ein Loch in den Bauch fragen will, oder? Nicht, wenn ich die Flinte richtig rumhalte. Oh. Ah. Ein Schritt näher und ich blase dir die Rübe weg. Aber Drüso, ich bin's doch. Professor Rufus, läutet denn da gar nichts? Professor Rufus? Ja, genau. Das war doch der Typ, dem ich das alles hier zu verdanken habe. Jahrelang nur Schrottkrabben und Milben. Was ist mit dem? Ich habe ihn getötet. Gut gemacht. Jetzt verschwinde aus meinem Vorgarten. Ist ja schon gut. Aber das ist doch sicherlich irgendwas Cooles, was ich haben will, oder nicht? Zum Beispiel irgendwo ein Hut. Oder so. Ich sehe keinen. Wir können uns einfach weiter bewegen hier. Ist ja schon gut. Achso, da dürfen wir nicht lang. Okay, schade. Na, dann gehen wir halt. Dann gehen wir halt. Wo zum Schneider bin ich hier nur gelandet? Hast du dich verlaufen, Fremder? Dazu bin ich überhaupt nicht in der Lage. Fotografischer Orientierungssinn sagt mir immer, wo ich bin, wo ich will oder nicht. Nur mit dem Wann hapert's in letzter Zeit. Wann spielt hier keine Rolle.
Du bist in der Zwischenzeit. Ein Raum längsseits von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, schon klar. Ich wollte eigentlich verderblichem Essen sagen. Sowas wie eine Zukunft haben wir hier nicht. Gerüchteweise soll es irgendwann mal eine gegeben haben. Das Portalbauamt gräbt am Boden der Zwischenzeit danach. Aber wenn du mich fragst, ist das neumodischer Unsinn. Keine Zukunft. Vorhin okay. Sind hier zwei andere Neuankömmlinge vorbeigekommen. Die haben auch nach der Zukunft gefragt. Vielleicht Freunde von dir? Unmöglich. Die waren doch eben noch bei mir. Außerhalb vielleicht. Hier in der Zwischenzeit ticken die Uhren ein bisschen anders. Und sie haben auch ein paar Zeiger mehr, wie ich sehe. Tja, willkommen in Paradox City. Mein Name ist Rocco McChronicle. Wenn du Fragen hast, stehe ich dir gerne wie? Zur Verfügung. Was? Rufus. Und ich hätte da tatsächlich ein paar. Rocco Mac, was zum Kuckuck? Du bist Rocco McChronicle? Der Vater von Dekan Angus McChronicle Senior? Und somit der Opa von unserem McChronicle? Du musst mich verwechseln. Ich habe keinen Sohn. Und wenn, dann würde der bestimmt kein Dekan werden. Immerhin leite ich hier einen Familienbetrieb. Vielleicht sollten wir gar nicht darüber reden. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist, dass ich versehentlich McChronicles Geburt verhindere. Du hast meine Freunde gesehen? Eine sexy Braut, die von einem cleveren, gut aussehenden Typen begleitet wird? Kann nicht sein. Wir wurden getrennt. Naja, vorhin sind jedenfalls zwei Fremde hier vorbeigekommen. Sie haben die alte Einsiedlerin getroffen. Sah so aus, als ob sie sich kannten. Sie sind zu ihrer Farm aufgebrochen. Halte dich einfach beim Rathaus links und dann immer weiter hoch. Die alte Einsiedlerin. Am Rathaus links und immer weiter hoch. Wo zum Teufel bin ich hier? Du bist in Paradox City, der Stadt zwischen den Zeiten. Sind wir nicht immer alle zwischen den Zeiten? Bitte was? Na, Gegenwart und Zukunft. Ja, schon. Wobei, wir sind hier nicht so sehr zwischen der Zukunft. Die gibt es hier nicht. Was bedeutet das? Es gibt hier keine Zukunft. Wie ich es sage, wenn du dich dafür interessierst, dann frag doch die Leute vom Portalbauamt. Die reden auch ständig von der Zukunft. Und sie versuchen, eine aus dem Schrott unterhalb der Stadt auszubuddeln. Die reinsten Spinner, wenn du mich fragst. Wir hatten hier nie eine Zukunft. Und wir sind bislang auch gut ohne ausgekommen. Okay. Ich muss dringend nach Kuwak. Da klingelt nichts. Ist das außerhalb der Zwischenzeit? Natürlich. Dann fragst du besser die Typen vom Portalbauamt. Die fotografieren die Portale und wissen, wohin welches führt. Hey, das ist doch das Time Pod. Das da? Das steht hier bereits seit vor meiner Ankunft. Mein Vater wollte es reparieren und hat darum die Werkstatt gegründet. War scheinbar irgendwann nicht mehr so wichtig. Wie alles hier. Du kannst mir offensichtlich nicht weiterhelfen. Tut mir leid, Kumpel. Okay, Rocco. Hut. Ich will einen neuen Hut. Hier ist ein Schnabeltier. Kann ich eigentlich... Nee, kann ich nicht anklicken. Schade. Zeitmaschine. Cool. Noch mehr Zeitmaschinen. Den Laden können wir nicht. Da können wir rein. Nee, erstmal rum. Erstmal links. Rathaus, ne? So, Rathaus. Okay, gehen wir erstmal in die Zeitmaschine. Ja, ich kann das ja... Oh, gehen wir erstmal hier runter. Das sieht aus wie das Portalbauamt. Hut. Komm, put. Irgendwo ein Hut. Aber warum gibt's denn nirgends Hüte? Ist doch doof. Ich hätte da mal eine Frage. Fass dich kurz. Ich muss arbeiten. Der Durchbruch in die Zukunft steht kurz bevor. Ich kann sie schon riechen. Entschuldigung, das ist die Aufregung. Was genau macht ihr hier? Echt jetzt, Rufus? Wir vermuten eine sogenannte Zukunft im Sediment unterhalb der Stadt. Darum haben wir angefangen, das Fundament auszuhöhlen. Habt ihr keine Angst, dass die Stadt dadurch irgendwie, weiß auch nicht, abrutschen könnte? Die Chancen wiegen die Risiken allemal auf. Diese fantasielosen Hinterwäldler da oben wissen ja gar nicht, was für ein Rohjuwel sich direkt unter ihren Füßen befindet. Sie sehen nichts weiter als einen Sockel, der die Statik ihrer Wohnungen garantiert. Ich sehe Straßencafés, moderne Büroflächen und erschwingliche Loftwohnungen für modebewusste Besserverdiener. Wie zum Beispiel Architekten von Portalbauämtern. Ganz genau. Richtig. Gibt es schon irgendwelche Fortschritte? Wie denn, wenn ich ständig mit irgendwelchen Belanglosigkeiten aufgehalten werde? Ich dachte, der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Ich verstehe noch nicht genau, was dieses Loch da mit der Zukunft zu tun haben soll.
Dabei ist es doch so einfach. Wir wollen ein solventes Publikum anlocken. Zeitreisende, die eben nicht von gestern sind. Ein Portal in die Zukunft würde Paradox City zurück auf die Landkarte bringen. Das Stichwort lautet ständiges Wachstum durch Erschließung der Zwischenzeiten. Und wir schaffen dafür die Anreize. Du spuckst beim Reden. Mann, ich muss nach Kuvak, einen Tag vorm Ende der Zeit. Moment. Kuvak? Tja, Pech im Unglück. Wir haben zwar ein Portal nach Kuvak, aber das ist auf dem Grundstück der alten Einsiedlerin. Es ist also noch nicht an das Zeitreiseverkehrsnetz angeschlossen. Wir kämpfen schon seit Ewigkeiten für das Wegerecht. Oh. Ich lass dich... Na endlich. Ich hatte schon Angst, deinetwegen die Zukunft zu verpassen. Die Zukunft. Was liest du da? Das ist die zukünftige Ausgabe von Hetz. Was sonst? Und? Sind Helme wieder im Kommen? Leider nicht. In der Zukunft werden alle handwerklichen Arbeiten von Maschinen verrichtet. Das wäre ja super. Da müsste niemand mehr arbeiten. Ich auch nicht. Was denkst du, warum ich mich hier so ins Zeug lege? Sicher nicht für das Geld. Der Job ist so schlecht bezahlt, dass ich noch einen zweiten brauche, um über die Runden zu kommen. Und was ist dein zweiter Job? Ich schreibe Fake-Rezensionen für ein werbefinanziertes Bewertungsportal, das kostenlose Vergleichsportale zum Erwerb von Baumaschinen vergleicht. Ach, wenn es doch endlich Maschinen gäbe, die uns all diese wichtigen Aufgaben abnehmen könnten.